So, und jetzt haben wir hier ein paar Fahrzeuge in Need for Speed Heat. Hier haben wir schön farbige Käfer. Käfer. Oh, nee, bin ich lost. Beetle. Dann das schöne Gerät, ein schönen Volvo C10 Pickup. Amazon P130, habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Hat aber fast so die ähnliche Form wie das eine Auto von Marco, den er da jetzt aktuell hat. Ja. Dann hätten wir hier noch einen schönen Chevrolet, wie ich es immer so sage. Ja. Ford Mustang 65, also 1965 den. Einen schönen Volvo 242 DL. Was das heißen, wahrscheinlich Diesel oder irgend sowas. Natürlich mein Liebling, 1er Golf. Den kaufe ich mir natürlich dann auch noch und mache den halt dann so, wie ich halt einen Golf jetzt habe. Nachdem das ja leider kein Fünftürer ist. Nissan Skyline 2000er GTR. Dann haben wir hier einen Pontiac Firebird. Wer das ausgekochte Schlitzohr nicht kennt, hat da deutlich auch im Leben was verpennt. Muss ich ganz einfach so sagen. Daher ist dieses Auto nämlich. Ich liebe diese Filme. Ich könnte sie auch rauf und runter gucken. Dann haben wir hier die Fair Lady. Fair Lady erinnert mich immer wieder an Payback. Ja. Dann haben wir hier noch, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Blue, was? Bleimut? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja. Hier ist es Bli Maut. Ach, keine Ahnung. Ich lasse es lieber, bevor es wieder lustige Sachen gibt. Wieder dann ein Camaro SS. Mazda MX-5. Mustang Boss. Mazda MX-5, dann die 15 Zoll Version. Es gab ja doch nur 9. Dann den Ford Mustang hier. Also ein Fox Body. Maverick. Oder das Ding heißt. Mercury, jetzt habe ich's. Dann das Ding. Ein Subaru Premium. Also der neue. Ne? Wir haben hier nochmal ein Chevrolet, wie ich immer so sage. Das heißt anders, ich weiß, aber ich sag das immer so. Ein Buick. Was haben wir denn hier noch? Plymouth. Okay. Gesprochen Plymouth. Mini. Ein Dodge Charger. Ein Honda Civic. Das Ding kaufe ich mir auf jeden Fall auch noch. Also ich kaufe mir einige Autos dann hier und pimp die dann. Nissan 180er SX Nissan. Nabi! Die Silvia ist wieder da. Nur dass das halt hier rechts dann ist. Ne? Ein Honda S2000. Lancer, also Mitsubishi Lancer. Nochmal den Subaru. Ja, halt nur die Variante. Land Rover. Weiß ich nicht, wozu man das für welche Rennen das man benötigt, aber ist erstmal zweitens. Ein 7er GTI Clubsport. Dann nochmal hier Subaru. Dann den E30 halt. Dann den 370Z Nissan. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Hier dieser Ford Raptor. 350Z Nissan. Das ist dann auf jeden Fall meine Drift Lady. Ein Honda Civic. Nochmal. Etwas neueres Modell. Kennt, denke ich, jeder. Gibt's aber auch, habe ich auch schon einen bei mir in der Gegend rumfahren sehen, Junge. Boah. Wenn das Ding aus dem Auspuff hämmert, Junge, das macht Krach. Schöne breite Felgen drauf. Uiuiui. Ford Focus RS. RX7. Mustang GT. Mercedes A-Klasse. Ist es nicht. Es gibt ja Liebhaber zur Mercedes A-Klasse. Weiß ich nicht. BMW M3. Dann S5 Sportback Audi. Ne? Infiniti Q60 habe ich bis jetzt so noch nie gesehen. Muss ich ernsthaft sagen. Ein Dodge Challenger kennt jeder. Und dann ein Skyline. Star R33. Ja, 33 müsste das sein. 32 oder 33. Lancer Mitsubishi, die ältere Version. Dann GTR 34er. Lotus. M3 nochmal, neueres Modell.
911er Porsche Carrera. Was hat da 2,8 Liter? BMW M4. Mercedes AMG C63. Oder Mercedes C63 AMG Coupé. Das ist doch was hier für einen lieben Mike, oder? Schmuckstück. Schöne in weiß. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was, oder? Ja, Mikey. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was ganz für dich hier. Ganz Exklusives. Da können wir Felgen draufhämmern, bis uns das Popsloch zerhämmert. Also wirklich, ne? Ja. Ich will gar nicht wissen, wie der Sound ist. Schade, dass man hier nicht Probe fahren kann oder sowas. Aber ich habe leider noch keine Kohle, um die Karre freizuspielen. Was kostet denn das Ding? 89. Ich habe nur 49. Ja, Schmuckstück hier. Wagen ansehen hier. Ja, Schmuckstück hier. Guck's dir an hier. Die Felgen. V8. Macht Krach in der Nacht. Ist glaube so auch einer wie Mundart, oder? Liege ich falsch? Ja, glaube ich. Ich weiß es nicht. A45 wäre auch geil. Okay. Hier kannst du den mal gerade so ein bisschen angucken hier, extra für dich. Ich weiß nicht, ob hier noch sonstige Mercedes-Liebhaber da sind oder so. Ne. Das ist doch hier. Ist doch hier. Hier, guck sogar mit Dach hier oben. Kannst sogar recht reingucken, oder? Dreh das extra hier nochmal. Guck mal, kannst du sogar extra reingucken hier. Das ist doch lecker. Sowas liebe ich an solchen Spielen. Wirklich. Also, das ist ja das, warum ich immer wieder sagen tue, ich möchte sowas hier eigentlich grundsätzlich nicht machen. Aber solche Sachen, ne? Autos und so ein Klimbim hier, nenne ich es jetzt mal, ne? Finde ich schon wieder mega pornös. Erstens, wie das Ding dargestellt wird. Wenn du nichts an der Kamera machst und du stehst im Menü rum, kommt die Kamera aus verschiedenen Winkeln, wie so eine Art Carporn schon alleine. Ne? Wie jetzt zum Beispiel da. Ich mache nichts und er macht hier von alleine was. Das ist schon, finde ich schon sexy. So generell so die Details, die Bremsanlage alleine schon, ne? Wenn du das jetzt so dir anguckst hier, siehst du wirklich den kompletten Innenraum. Bei anderen Spielen weiß ich noch, da kennst du das nicht so klar. Bei TQ zum Beispiel kannst du auch reingucken, da kannst du auch die verschiedenen Mercedes und sowas angucken und generell Autos, Innenraum etc. Aber hier, ne? Na gut, hier sind in dem Fall noch Need for Speed Reifen drauf. Für extra 10% mehr Bonus, Boost, ne? Ja. Alleine die Fresse schon, so finde ich eigentlich im Spiel her auch gesehen richtig geil, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie er mich in WLAN machen würde. Bin jetzt nicht so der Mercedes-Typi. Aber ja, irgendwann will ich ja schon mal meine andere Automarke wieder mal ausprobieren, mal als Projekt haben wollen und ja, irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht, ne? Gut. Dann haben wir hier den M4 noch einmal als Cabriolette. Dann haben wir hier einen Porsche 718 Cayman. Dann haben wir hier eine Corvette. 17 Zoll. Aston Martin. Ist doch klar, was James Bond gewesen. Nochmal ein Camaro. 911er Carrera. Ja, auch lecker. Alfa Romeo. Honda NSX. Ja, das kennt sicherlich der ein oder andere schon hier, ne? Ist ja nur wieder JP. M2. Dann haben wir hier noch. Was haben wir hier noch? Eine Corvette. C6 müsste das sein. Land Rover. X6. Weiß ich zwar nicht, wozu man das in so einem Spiel braucht. Eine Z4. Ein M5. Hier ist nochmal ein G63. Können wir auch mal kurz angucken hier. Für die Mercedes-Liebhaber hier unter euch. Ja, weiß ja nicht, ob das hier irgendjemanden betrifft. Hier schön. Also war auch ein Schiff, ey. Wenn ich überlege, du fährst da eine halbe Schrankwand durch die Gegend, ey. Echt. Da guck mal, kannst du gerade die ganzen Tacho und alles sehen. Komm hier auf Zoom. Ne, leider nicht. Geht irgendwie nicht. Das ist aber schon. Alleine der Hallenboden. So einen Hallenboden alleine schon mal zu haben, Junge. Oh, der ist so reflektiert. Da siehst du jedes Haar. Also, ich finde das schon wieder. Das, sowas macht mich an Spielen immer wieder an. Sowas ist immer wieder so ein Punkt, der mich halt immer wieder an so Spielen anmacht. So, wenn du so den Innenraum dann so siehst. Ich weiß jetzt nicht, ob das detailgetreu ist oder nicht. Aber so, ne, wenn man jetzt hier so mal die Beifahrerseite schreibe, Beifahrerscheibe mal so reinguckt, dann sieht man hier schon, ne? Einfach nur. Jo, alles klärchen. Danke dir jedenfalls, dass du dabei warst. Dir noch eine genehme Nacht und viel Spaß bei der Frühschicht. Also nicht, wer sonst noch